3 Wochen ab Zugang, Kündigungsschutzklage haben wir gerade gesehen. Das heißt, wir müssen jetzt klären, nächste Seite in den Unterlagen, was ist der Zugang? Und wir unterscheiden zwei Konstellationen. Einmal unter Anwesenden und unter Abwesenden. Ne? 3 Wochen ab, bitte? 3 Wochen ab Zugang unter Anwesenden und unter Abwesenden. So, wie stellen wir eine Kündigung, für die ja die Schriftform nach 623 BGB vorgeschrieben ist, wie stellen wir sie unter Anwesenden zu? Durch Überreichung des Schreibens. Überreichung des Schreibens bei Anwesenden. Überreichung des Schreibens, in dem die Kündigung dokumentiert ist. Muss der andere das quittieren? Wenn wir sagen, hören Sie mal, unterschreiben Sie mal. Nicht, dass Sie einverstanden sind, aber dass Sie es bekommen haben, muss er das? Nö, muss er nicht. Also, wenn wir so die Ahnung haben, dass der vielleicht sagen würde, ne, will ich nicht und so weiter, sollten wir einen kundigen Zeugen dabei haben. Kundig ist ein Zeuge, der weiß, dass sein Kündigungsschreiben überreicht wird. Einen kundigen Zeugen. Ja? Also, in einem solchen Fall. So, unter Abwesenden. Das heißt, der Arbeitnehmer ist nicht präsent am Ort. Wie stellen wir den Zugang sicher? Denn wir haben als Arbeitgeber die Beweislast. Einschreiben. Nein, kein Einschreiben. Vergessen Sie bitte alles mit Einschreiben. Alles mit Einschreiben ist falsch. Es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, nämlich kundiger Bote. Kundiger Bote. Der einzige einigermaßen rechtssichere Weg ist der kundige Bote. Was ist ein kundiger Bote? Das ist ein Bote, der weiß, was er dort in den Briefkasten wirft. Ja. Der ist kundig. Also muss das dann darf es ja nicht Post sein. Nee. Warum? Noch einmal. Als Arbeitgeber haben Sie die Beweislast. Sie müssen den Zugang sicherstellen. Da ist das Einschreiben kein Beweis. Das ist allenfalls ein Beleg, ein Zettel. Ein Zettel, der belegt, dass Sie irgendeinen Brief zugestellt haben oder haben zustellen lassen über die Post. So, wenn im Moment, einen Moment, in den Gedanken zu Ende. Wenn jetzt der Arbeitnehmer das bestreitet, und das ist der erste Weg, er sagt, ich habe überhaupt keine Kündigung bekommen, und Sie halten den Zettel hoch von dem Einschreiben, dann sagt der Arbeitnehmer, ach ja, stimmt, da kam irgendwann mal so ein Brief, da war überhaupt nichts drin. Sie können nur belegen, noch nicht mal beweisen, aber belegen, dass Sie irgendeinen Brief dort haben zustellen lassen. Aber nicht den Inhalt. Können Sie nicht beweisen. Ja? Das heißt, Sie brauchen einen kundigen Boten und der kundige Bote bringt es in den Machtbereich, was bedeutet, er legt es in den Briefkasten, macht sich auf der Kopie zeitnah eine Notiz, eingeworfen dann und dann in den Briefkasten, unterschreibt das und das ist einigermaßen rechtssicher. Ich kenne aus meinem Lehrgang Personalfachkauffrau inzwischen Fälle, wo die zwei kundige Boten. Vorsichtshalber. Der kundige Bote ist der Zeuge. Ist der Zeuge. Ja? Der bezeugt es, wenn es zum Schwur kommt, wenn es vor Gericht geht und die Gegenseite den Zugang der Kündigung bestreitet, dann ist der kundige Bote der Zeuge. Und für sich selber als Gedächtnisstütze macht er sich eine Notiz auf der Kopie des Kündigungsschreibens. Ja, das ist der einzige rechtssichere. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.